So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Full Swissing Face-Off hier in Gwid. Und ja, es geht straight in Richtung großes Finale bei Gwid. Also bald ist es durch. Ja, ein paar machen heute auf jeden Fall die, oder diese Woche auf jeden Fall noch die Links hier voll, diesen Invitation Favorites. Das machen wir heute noch zu. Mit 2x4 Rennen und dann das große Finale. Und dann starten, also die zwei machen wir heute und morgen. Und dann geht es am Montag mit dem Showdown weiter und am Dienstag haben wir dann hier noch Suzuka Circuit Track Day. Und dann geht es jetzt irgendwann so nach und nach in Richtung Finale. Und dann sind wir bald durch mit Gwid. Fangen wir jetzt mal an mit dem Face-Off. In der letzten Folge lief es ja nicht so ganz gut, wie ich das eigentlich so gehofft hatte. Irgendwo war da mit der Traktionskontrolle das nicht mehr machbar, nicht mehr rettbar, das Rennen. Da war dann so unser Problemchen. Naja, wie immer sei, wir müssen halt mit leben und gehen heute durch. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. So, auf jeden Fall starten wir rein. Auf Platz 14 Uhr, Tippkollege auf 11. Ich hoffe, dass er nicht so sauber ist, dass wir dann... Oder immer noch sauber ist, dass das letzte Rennen nicht so wirklich lief. Im Moment ist Angreif nicht möglich. So, ich gehe mal ein bisschen vorbei. Ich bin mal so frei, liebe Leute. Wir fahren uns alle voll Fokus. Ach komm schon. So, jetzt sind wir auf 7. Übrigens immer Suzuka heute. Zu Gast oder jetzt zu Gast. Immer so ein bisschen wegdrücken. Ja, da. So, jetzt. Angriff von dem Tunnel, ne? An dem dritten kommen die noch vorbei. Aber die nächsten beiden sechs sind ruhig. Okay, der sagt dann ja, was? Oh, vorbei am Führenden. Ne, nicht so ganz. Der wehrt sich noch so ein bisschen mit dem Auto. Und jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn kassiert. Heute wieder ein bisschen was längere Folge. Das ist klar, wir haben heute morgen jetzt 2x4. Und am Montag geht es mit dem Montag wieder ein bisschen was kürzer. Und dann gehen wir dann immer nach und nach ins Finale. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. Bisschen. Das war nicht so eine Strafe, aber dann kann man uns ein bisschen absetzen. Guter Start. Bleib an der Spitze. Zweite Runde mittlerweile. Es ist jetzt hier durch. Komm, Cody, denk doch mal ein bisschen mal zu.
Let's go. So, jetzt sind wir wieder unterwegs Richtung gerade, Richtung Finale dieser Strecke. Muss nicht da irgendwas wegwerfen, was... Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Was ich zu retten wäre. Okay, Angreifen bestätigt. So, ich sag mal, Typ-Kollegen, dann müssen wir uns langsam... Erholt sich momentan Platz 9. Wir sind jetzt in der dritten Runde. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja, nur die Hälfte. Dann geht es mit der Sette Corsa in weiter. Aber jetzt erstmal nur noch ein bisschen hier. Schauen wir noch die Grid-Karriere zu Ende. Wird wahrscheinlich erst bis in den März noch reindauern, bis wir hier nochmal durch sind. Aber ist halt so. Vielleicht fangen wir auch erst im April an mit dem. Da wissen wir noch nicht. Mal gucken. Nur so nebenbei, ich bin jetzt am 20. Januar gerade am Aufnehmen dieser Serie drauf. Wir gerade durch die Formel 1 Woche aus Monaco. Nur nebenbei. Aktuell liegen wir ganz weit vorne. Spoon hier schön, die Löffelkurve, so heißt sie wirklich, ja. Das finde ich nicht aus, ist ja der Formel 1 Komplikus hier. Und dann geht's wieder zur Runde. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Komm, Kau, die legt noch ein bisschen nach. Okay, es wird angegriffen. Im letzten Rennen hast du mich dann das erste Mal tatsächlich geschlagen. Zumindest in der Gesamtwertung. Ich glaube, das war das erste Mal. So, jetzt geht's ins Finale. Auf eine neue Bestzeit. Bleib bis zum Ende in Führung. Kollege nur auf 9 momentan. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Versuch mal. Ein okay, angreifen bestätigt. So, versuchen wir nochmal ein bisschen was zu pushen. Vielleicht schafft er noch das eine oder andere Auto da vorne. Wir sind nicht. Durch alle aufeinander. So, dann geht es gleich ins Finale. Ja, klar, den Gesamtsieg wollen wir uns jetzt zurückholen. Ja.
Nächste Zeit wird es sich geben, eine neue. Aber egal, wir haben den Auftakt zumindest schon mal aus der Suzuka für uns entschieden. So, kriegen wir eine Strafe dafür? Nö, kriegen wir nicht. Platz 8 ist auch noch gewonnen. Ja, müssen wir mit leben. Nächste Rennen. So, gut, Rennen Nummer 2 geht weiter mit Paris, Le Trocadero. Auch hier wieder 4 Runden, aber diesmal ist die Strecke einiges kürzer. Der Teamkollege möchte sich einen Platz 2 dabei. Es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin. Das ist mir egal, das ist immer derselbe. 13 und 2, also 2 und 13. So, wir versuchen es hier in Paris den zweiten Saison zu holen. Oder den zweiten Sieg hier in dieser Serie zu holen. Ja, sind natürlich voll Feld. Warte mal, ich muss gerade. Es gibt leider. Hallo, hört doch mal auf, bitte ein bisschen nachzudrücken. Sorry, aber das war jetzt natürlich nicht ganz gut so gut. So clever, aber müsst es halt mit leben. So, jetzt sind wir 11. momentan noch. Ich versuche natürlich jetzt hier einen anderen Wagen davon anzugreifen. Und da vorne der pinke Fokus ist ja von dem Veranstalter dieser Serie, dieses Pulse Racing Team. Glaube ich ziemlich bekannt, also ich kenne das Team ja, aber ich habe jetzt keine Hintergrundinfos. Entschuldigung, ich ziehe gerade schon wieder zurück. Also wirklich eine Möglichkeit da mal reinzugehen oder mal vorbeizugehen, gibt es nicht, jetzt habe ich die Lücke. Und das ist der vorne, der eben Zweiter geworden. Ja, wir sind Zweiter momentan, 10. momentan nur. Zweite Runde, du hältst gut mit. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Platz gekriegt. Ja, da ist aber einer doch noch vorbeigehüpft von mir. Verstanden, angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Sorry, aber im das Moment war, ist Angreifen nicht möglich. Da habe ich keine Chance mehr gehabt, vorbeizugehen, andersrum zu gehen. Das war auch keine bewusste Rammaktion, das war auch nur ein aus Versehen, weil sich da vorne noch einer überschlagen hatte. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Das war zumindest ein Auto, okay, vorne reingekommen. Das wird angegriffen. Vor uns dürfte mal 4 sein. Runde 3. Leg einen Zahn zu. Mann, ich hab dich das Auto schon gehabt, ey. Ich habe auch keine Möglichkeit, da irgendwie mal eine Chance zu haben, mal in Richtung Position zu gewinnen, wird wahrscheinlich schwierig werden. Dann brauchen wir noch ein bisschen Power. Jetzt habe ich mal eine kleine Chance, um vorbeizugehen. Da geht die Motorhaube fliegen. Wir gehen jetzt in die letzte Runde.
Und vor uns ist der Teamkollege, der nicht gerne vorne mit. Nee, der führt. Das ist der Führende, okay. Unser anderer Wagen ist auf dem ersten. Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. So, jetzt ein kleinen. Jetzt muss ich gucken, hoffe, dass ich da irgendwie sauber vorbeikomme. Weil jetzt ihm nochmal das Fenster versauen oder zu verschenken. So, jetzt angreife ich auf die Führung. Wer hat. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber es gibt noch Möglichkeiten. Ich gehe jetzt gleich raus aus der Lücke. Die nimmt er aber wieder mit und damit geht da wieder vorbei. Deinen Teamkollegen rammen bringt uns nicht weiter. Nein, das war Asi, ich weiß. Na komm, gehen wir mal. Habe ich ihn. Ah, ich wollte eigentlich noch ziehen lassen und in dem Moment bleibt der natürlich hinter mir noch. Ah, das war natürlich nicht gut von ihm. Ich wollte ihn da noch reinlassen. Wollte ihn vorbeilassen. Ja, egal. Haben wir es damit. Zumindest mal im zweiten Mal. So. Gut, gehen wir rein in Rennen Nummer 3 jetzt. Wir holen uns den dritten Rennen und das ist Brad Hatch. Der zweite Sieg soll jetzt die dritte folgen. Was kannst du uns zur Strecke sagen? Diese Strecke ist die reinste Achterbahn. Es. So, 15 und 10. 5 Runden heute ja. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Bisschen eng alles da. Und Cody jetzt ein bisschen. Ja, natürlich sucht sich jeder jetzt gerade so ein bisschen seine Lücke, gerade jetzt am Anfang. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Na, wenn ich natürlich jetzt mir eine Lücke gesucht habe, gefunden habe und jetzt auf 6 im Moment ist angreifen nicht möglich. Super, der geht jetzt nur auf 8 mit, so mitgezogen. Nach dem durchaus knappen Erfolg in Paris soll man natürlich auch hier in Brands Hatch das Ding nach Hause nehmen. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Ja, dann muss ich aber das Feld erstmal ankommen da vorne. Hier fliegt die Klappe gleich hinten weg. Auch hier bei dem Golf vor uns. Sag mal, wenn die da, oh, ich da so unheimlich, ich werde danke ich damit vorbei, aber diesmal, der zieht zu, der zieht in dem Moment rüber. Und jetzt führen wir ein Rennen mal an. Zwei Erfolge haben wir schon, der dritte wäre heute so wichtig. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Nach der letzten Folge. Okay, angreifen bestätigt. Gestern. Noch 3 Runden. Soll das heute ein bisschen ein, weil es hier heute in diesem Finale, das ist ja ein Teil des Seasons, will natürlich ein bisschen erfolgreicher werden.
sind ja immer noch in der ersten Folge. Wir können uns jetzt ein bisschen vom Feld absetzen. Jetzt ja. Volle Runde. Noch zwei Runden zu fahren. So, 49 Sekunden, diesmal geht es ein bisschen schneller hier. Als was war. Suzuka war schon heftig mit dem Regen. Paris war durchaus knapp. Ich wollte ihn wieder ziehen. Also ich habe gedacht, okay, der letzte noch ziehen. Ganz fair war es nicht, wenn er da noch vorbeigegangen ist. Das hat er nicht angenommen. Er hat gesagt, ich dachte, jetzt noch dahinter. Und dann konnten wir das Rennen in Paris auch für uns entscheiden. Wir sind gerade unterwegs zum dritten Erfolg in Folge. Auch hier in Brands Hatch. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt morgen, aber was ist jetzt nächste Woche erwartet. Morgen erwartet uns nochmal auf jeden Fall ein Vierer, das ist klar. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Wir sind nämlich in der letzten Runde jetzt. Jetzt in die letzten Kurven. Hier reicht es schon das Ziel. Hier nochmal links und dann gibt es diese Schlaufe nochmal rechts. Und dann geht es ins große letzte Rennen, was uns ja jetzt noch ansteht in dieser Serie. Auf jeden Fall geht jetzt erstmal Brands Hatch an uns. So, was erwartet uns jetzt im letzten Rennen? Teamkollege nur auf 8 noch am Ende. Und wirklich nach vorne hat es nicht gepasst. So, und jetzt geht's ins letzte Rennen. Die Frage ist, welches ist es? Ja, es reicht nicht ganz für Rang 30. Okudama. Allerdings nur die Sprintstrecke, nicht allerdings nur diese Außenstrecke, nicht die Sprintstrecke. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So. Jo. Gehen wir rein. Und wir starten Platz 16 von ganz, ganz hinten. Teamkollege 6. Das klingt doch, riecht doch nach einem 1-2. Mal gucken. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Ich versuche es mal wenigstens. Oh gut, Tama. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Schon klar. Ist aber die Reverse-Strecke, wenn ich es gerade sehe. Ja, das passt ja dann gerade noch so neu das, ne? Also 7 Mal, das haben wir schon mal kassiert. Konzentrieren jetzt. Ja, das sind keine Schienen, sondern wirklich. Ja, da habe ich aber nichts gemacht. Da war der Audi, der mich da ein bisschen weggeschoben hat. So, jetzt da nicht irgendwie noch einen dritten Riechstoff für den Teamkollegen mitnehmen. Okay, angreifen. Ich versuche es weiterzugeben.
bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Von Bayern. Der Kollege, ja, und zwei von dem Nachfolger direkt, der ja noch hinter Kleber gewischt hat. Haben da ein bisschen. So, ich versuche es natürlich, ihm jetzt ein bisschen zu helfen und mal ein bisschen noch in die Lücken. So, jetzt gehe ich da mal mit. So, das war ziemlich verwusst, dieser Art. Der eine ein bisschen rausgedrückt, damit der die Kollegen vorbeikommt, aber jetzt bin ich Vierter wieder, oder? Runde 3. Gutes Tempo. Geht du bist dran. In Runde 3. Mach ein paar Plätze gut. Oh, wir haben die Doppelführung momentan hier in Okotama. So, Runde 4 jetzt gleich. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Dann möchte ich ihn jetzt mitziehen ein bisschen. Jetzt sind es noch 2 Runden. Ja, der greift, er will angreifen. Natürlich geht der mir jetzt mit. Nur war das keiner wegdrückt. Bremsen und wegdrücken, das war einfach, weil ich in die Kurve nicht sauber gefahren bin. So, wir gehen jetzt gleich in unsere letzte Runde hier. So. Heute. Hat der die Tür aufgestellt? Ist das Fall oder wie das? Bleib in Führung. Letzte Runde. Ja, und das ist übrigens. So, das war jetzt übrigens nur der Run aus Paris. Und da schenke ich ihm hier zur Inokotama den Sieg. Ich lasse ihn jetzt ziehen. Ich lasse ihn jetzt da vorne weg. Und dann gewinnt er dann rein in Yanokodama. Wir werden Zweiter. Bei 3 Siegen darf ich ihn mal künstlich mit vorne nach vorne hieven. Ich hoffe, dass es reicht für ihn. Ist übrigens alles in Ordnung. Das war Absicht, dass ich hier das Ding normalerweise zumachen können. Ich hatte ihn auch in einer Situation, wo ich weggebremst habe, nochmal überholen können. Aber wie gesagt, so passt das. Vielleicht haben wir Glück, dass er am Ende auf 2 landet. So, das ist übrigens Rang 30 jetzt mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie der Höchstlevel aussieht am Ende. So, Face of Part 2. Part 1 nochmal erledigt. Wir gehen jetzt auf den Fall. Ich hoffe, das dürfte ein 1-2 sein am Ende. Ja, 1-2. Ja, hat gepasst, so wie ich das gerne hatte. Team 1, wir, der Teamkollege auf 2. Eben im letzten Event war es andersrum. Und wie es im nächsten Event aussieht, das sehen wir dann morgen um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.